Alice, du warst schon mehrere Male in der Schweiz, aber zum allerersten Mal in Zermatt, in diesem wunderschönen kleinen, urigen Dörfchen. Wie gefällt es dir denn bis jetzt? Richtig schön. Ja, also wie gesagt, wir waren noch nie hier, aber ich finde es alles total süß und die Berge sind halt der Wahnsinn. Also das bin ich auf jeden Fall nicht gewohnt. Ja, aber richtig schön. Also ich freue mich total auf das Festival und freue mich, dass wir eingeladen wurden. Hat sich auf das Matterhorn wahrscheinlich auch gefreut, als meistens, oder? Ja, das sowieso. Ich meine, das sieht ja einfach total verrückt aus. Ja. Dein zweites Album Sides ist letztes Jahr rausgekommen. Es ist quasi ein Corona-Baby, oder? Es ist wirklich ein Corona-Baby. Also ich wusste, ich musste irgendwas machen, hatte nicht so viele Möglichkeiten im Sinne von, klar, wir waren alle an einem Ort gefangen. Und ja, ich habe einfach darüber geschrieben, wie es mir ging, was passiert ist und das dann rausgebracht. Es ist ein musikalisches Tagebuch. Du schreibst auch selber, wie das hat zwei Seiten. Was für eine Seite gibt es denn an dir, die man jetzt gar nicht kennt? Ich bin eigentlich schon ein offenes Buch. Also klar, jeder hat so seine Geheimnisse. Aber ich erzähle schon sehr viel in den Songs und ich glaube, viel erfährt man auch über mich, wenn man auf die Lyrics hört oder die Geschichten durchgeht. Jetzt sind wir hier im urchigen, wunderbaren Zermatt und wir haben gedacht, wir bringen dir ein bisschen Schweizer Musik näher. Schön, ich freue mich. Also wir haben Schweizer Texte von richtig, richtig bekannten Liedern hier in der Schweiz. Ja. Und es würde mich wundern, ob du herausfinden kannst, um was es hier geht. Ja, mi weiß, was da passiere, wie mi nit aufpasst. Mit für und für die Glüht und Zigarette ische deppig doch denn zur Tür. Oh Gott, also ich weiß, was hier passiert, wenn ich nicht aufpasse mit, ich weiß nicht, was für ist. Feuer. Ah, mit für ische deppig, also depper, ist das wie so ein Idiot? Oder Teppich? Teppich. Oh, ja, weil ist es nicht so in Bayern? Der Depper, ja, ist Depper. Bayern. Ja, okay, dann habe ich es verwechselt. Sehr cool. Ich glaube, und wahrscheinlich die Zuschauer haben es wahrscheinlich schon gemerkt, das ist ein Song von Money Matter. Ja, man weiß, was kann passieren, wenn man nicht aufpasst mit Feuer und für Glut der Zigaretten ist ein Teppich doch jetzt teuer. Und hey, ich bin schon interessiert und informiert, aber bin nicht so vom Fach. Ha, das nicht studiert. Habt ihr, okay. Ja, und Uschi Sicht... Die ischen eh so beschränkt, wer cha scho richte, was war ich o recht, frag mich nicht. Hacke an, hacke. That probably means, keine Ahnung, oder? Ja. Okay, das weiß ich leider nicht, von wem das ist. Steffler Chef heißt sie. Hey, hab ich auch interessiert, du informiert, aber bin ich so vom Fach, hab das nicht studiert, ja. Und unsere Sicht, die ist eh so beschränkt, wer kann schon richten, was war ich? Steffler Chef. Steffler Chef. Schweizer Rapperin. Okay, ja, crazy. Das ist nicht dieselbe Sprache, oder? Ich denke immer, Schweizerisch ist Deutsch, aber mit einem Akzent. Aber ist es nicht? Es ist, ja, ähnlich. Also es ist wirklich eine andere Sprache. Es ist wirklich eine andere Sprache. Ja. Oh, das finde ich so interessant. Ich tue gern Löcher I know who wrote this. Ich tue gern Löcher grabe, Sachen drinnen verstecke. Wenn ich alt werde, wird die nicht vergesse, wo ich sie finde. Ich hätte keine Wurzel. Heißt sie zufällig Alice Merton und singt sie einen Song namens No Roots, aber auf Schweizerdeutsch? I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. That's really funny. That's a good one. Der einzige war mich, het Chenu Breu. Was heißt das? Oh, das ist Walliser Deutsch. Das ist eigentlich die Sprache, der Dialekt, den man hier oben spricht. Das, ah, okay. Der ist sogar für mich schwierig. Was ist Breire? Berühren. Ah, okay. Das ist der Sohn vom Pfarrer, von der Sina. Der einzige, der mich kann berühren, ist der Sohn vom Pfarrer. Der einzige, der mich berühren darf, ist der Sohn vom Pfarrer. Ja. Was ist verführen? Verführen. Ah, verführen. Oh, okay. Love story with the son of the Pfarrer. Ja, vielen Dank für die Schweizer Stunde. Zermatt unplugged auf Blue Music. Präsentiert von Swisscom.